Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of a Tale. Ich bin froh, dass es doch einigermaßen gut bei euch anzukommen scheint, das kleine Spiel mit dem Mäusebaden. Oh Gott, ist das putzig. Jedes Mal, wenn ich die Maus sehe, schmäht sich einfach nur dahin. Und ja, ich habe auch Tipps bekommen, dass ich zum Beispiel mit dem Gamepad spielen sollte. Danke, Emma Standard. Nur leider geht das nicht. Vielleicht magst du mir auch in die Kommentare schreiben, wie man dann rennen kann und wie man schleichen kann. Denn das wollte beim besten Willen nicht funktionieren. Also hier kein Problem. Ihr seht, Schleichen funktioniert. Rennen hat auch gerade irgendwie hier funktioniert auch. Leider mit dem Gamepad nicht. Ich habe sämtliche Knöpfe probiert, mit Gedrücktheit und allem drum und dran. Es ging einfach nicht. Ich konnte mit dem Gamepad beim besten Willen nicht schleichen. Also lieber immer Standard, falls du mir auch noch sagen kannst, wie da die Tastenbelegung ist. Ich habe sie auch nirgendwo gefunden. Hier im Spiel steht leider nichts über die Tasten. Ich kann sie nirgendwo nachgucken. Also, wenn du das zufällig weißt, dann bitte Bescheid sagen, dann spielen wir in der nächsten Folge mit dem Gamepad. So, habe ich denn hier schon nachgeschaut eigentlich? Ich glaube nämlich nicht, oder? Verriegelt. Hört ihr mich von hier? Ich glaube nicht. Ein Becken. Nichts drin. Schade. Aber was liegt denn da? Eine Kerze. Sehr, sehr schön. So, ich habe auch ein bisschen am Sound rumgedreht. Da wurde auch gesagt, dass da noch ein bisschen Nachholungsbedarf ist. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Also ich finde es immer noch ein bisschen leise, Soundeffekte. Vielleicht muss ich da auch nochmal zur nächsten Folge ein bisschen umstellen. Aber ich will das jetzt nicht so im Spiel machen und den Fluss stören. Boah, ist alles verriegelt. Komme ich denn überhaupt noch irgendwo weiter? Oh, warte mal. Da waren Pilze. Es hat sich wirklich mit dem Gamepad auch sehr angenehm. Also ich bin hier mal den Gang halt lang gegangen und es war sehr, sehr angenehm, das Gamepad, die Steuerung. Aber ja, wenn ich nicht schleichen kann, bringt mir das leider sehr, sehr wenig. So, diesmal passen wir ein bisschen besser auf. Aber das Banner hier will ich eigentlich schon abfackeln. Wir müssen noch einmal rennen. Das ist leider so. So, ich habe auch rausgefunden, mit dem Scrollpad kann ich hier auch die Sachen nehmen. Und jetzt. Ja, ich weiß. Das gefällt der Ratte natürlich nicht, aber wir können uns ja verstecken. Ah, ein bisschen schneller verstecken vielleicht. So, das musste einfach sein. Ich muss das unbedingt machen, wenn es heißt, ich soll es machen. Da ist sie. Ah, rote Augen. Ja, gruselig. Ich liebe ja Ratten. Ich hatte ja selber Ratten als Haustiere schon. Aber rote Augen finde ich immer gruselig. So, ist er wieder schlafen gegangen? Noch nicht. Wir warten. Haben wir denn jetzt eigentlich den Fusel? Ich glaube nicht, oder? Wir haben eigentlich nur leere Flaschen bisher eingesammelt. Ich frage mich, wo denn der Fusel von der Ratte ist, der voll ist. Die Gläser hier links von der Ratte kann ich nicht aufheben. Oh, ja, stimmt. Ich darf nicht so lange auf einmal laufen. Da, ihr seht ja, es geht immer voller. Das muss doch das hier sein. Ah, jetzt. Na, gehört? Nein. Ich hätte gern auch noch die Flasche, die da liegt. Ne, komme ich nicht ran. So, dann gehen wir mal weg. Dann gehen wir wieder zum Frosch. Ich lasse mal wieder so. Wow, die hört einen aber echt weit, muss man schon sagen. Also bis hierhin. Oh, ich muss die Kerze weglegen. Oh, oh. Ah, das ist nicht so. Ja, wie ich die Sachen weglegen kann, einfach so, weiß ich leider noch nicht. Jetzt hat er es immer noch in der Hand. Bitte weg. So. Jetzt gehen wir zum Frosch und bringen den Fusel. Ja. So schnell zurück, Maus. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist die Flasche, die du haben wolltest. Das war seine letzte. Ja, das nimmt er uns bestimmt übel. Gut, jetzt steck mir den Flaschenhals zwischen die Lippen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe vor einem Tag. Mit einem geschickten Kopfschwung schleudert der Frosch die Flasche quer durch seine Zelle. Sie zersplittert in tausend Scherben an der Wand. Ich wollte extra nicht mehrere Folgen auf einmal aufnehmen, damit ich erstmal eure Reaktion abwarten kann. Jedes Mal, wenn das Spitzgesicht sich besoffen hat, musste ich sein verdammtes Geschnarche aushalten. Spitzgesicht? Ein Wort, das zu unverschämt ist, um es hier zu erklären. Das hatten wir schon mal. Das hat endlich ein Ende. Ich habe getan, wonach du gefragt hast. Wirst du mir jetzt helfen? Wirst mir jetzt helfen? Ein bisschen umgangssprachlicher. Na gut. Ich habe dir mein Piratenwort gegeben. Aber ich kann wohl mal eine Ausnahme machen. Haha. Ja, irgendwie so habe ich gesprochen. Ich werde einige deiner Fragen.
einige deiner Fragen beantworten. Was willst du von mir? Ich suche jemanden. Mera. Mein Frau. Okay, ein paar Rechtschreibfehler, aber gut, das kann passieren. Sprichst du Mäusisch? Ich nehme an, das können wir alles fragen. Also nehme ich erstmal das hier mit dem Mäusisch. Nur ein paar Schimpfwörter. Ja, das ist irgendwie immer so, ne? Wenn man auch eine Fremdsprache nicht sprechen kann. Die Schimpfwörter kann man irgendwie immer. In jeder Sprache. Na schön. Dann war das deine erste Frage, die du gestellt hast und beantwortet bekommen hast. Oh, habe ich nur eine begrenzte Zahl? Dann nehme ich doch erstmal Mera. Ist sie eine Maus? Mit einer Kapuze, ja. Ja, hast du sie gesehen? Lass mich überlegen. Vielleicht letzte Woche. Letzte Woche? Sind wir schon so lange hier in diesem Verlies? Nein, das warst du. Das war aber nicht letzte Woche. Es ist so schon knifflig, euch Mäuse zu unterscheiden. Mit euren Ohren und Schwänzen und den albernen Hüten. Die sind nicht albern. Dann hast du sie also nicht gesehen. Man hat dich allein hergebracht, wie ich schon sagte. Na schön. Dann lasse ich dich noch zwei Fragen stellen. Ah, wir dürfen alle stellen, sehr schön. Was ist das hier für ein Verlies? Du bist in der Burg Dirwin, am Ufer des Vaelia-Sees. Jetzt habe ich es endlich mal ordentlich ausgesprochen, glaube ich. Burg Dirwin. Jahrhundertelang schützte Burg Dirwin. Dirwin? Ja, okay. Dirwin, das Ostufer des Vaelia-Sees. Das einst prachtvolle Bauwerk ist mittlerweile verfallen und sein größter Feind sind nicht mehr marodierende Frettchen, sondern die sauren Gewässer des Sees, die langsam die Klippe abtragen, auf der die Burg steht. Aus diesem Grund hat die Burg von den Einheimischen den Spitznamen Burg Dirwin bekommen. Ah, okay, kein Schreibfehler diesmal. Na gut. Gewöhn dich mal lieber schnell daran. Na schön. Du hast noch eine Frage, Maus. Überleg dir lieber gut, was du wissen willst. Wie lange bin ich schon hier? Mal überlegen. Das muss mindestens 10 Tage her sein, als sie dich hergebracht haben. Du warst mehr tot als lebendig. 10 Tage? Oh Gott. Wir sind 10 Tage in diesem Verlies gewesen und 10 Tage heißt, das heißt auch 10 Tage lang ist Mera irgendwo in Gefangenschaft bereits. Na schön. Das war's für dich. Sind wir quitt? Das war's? Du hast mir so gut wie nichts verraten. Ich hab dir mehr verraten, als du verdient hast, undankbares Spitzgesicht. Das kennen wir schon. Findest du nicht, dass du mir zumindest irgendetwas schuldest? Na schön, aber glaub nicht, dass ich dir noch einmal helfe. Ersteres. Pff, alles, was ich dir schulde, sind meine Hände um deinen Hals. Gemeiner, als ich dachte. Ich dachte, der Frosch wäre netter. Ach ja, wie gut, dass du hier festsitzt und nur ein gesundes Bein hast. Na schön, aber... Naja, gut. Ja, gut, dass du festsitzt. Ich habe Mäuse schon für weniger und unter schlechterer Bedingungen... Und unter schlechteren Bedingungen erledigt. Du mieser Kleiner. Ich werde dir was verraten. Wirf mal einen Blick hinter mich in meinen Nachttopf. Vielleicht findest du ja ein paar Florin, die du gebrauchen kannst. Florin, nämlich eines die Währung. Florin. Der Florin, in Klammern F, ist die offizielle Währung der 5 Rattenprovinzen. Die Münzprägung erfolgt in 1F, 5F und 10F Stückelungen mit einer natürlich vorkommenden Legierung aus Silber, Gold und Kupfer, das nur im Sarastra-Gebirge zu finden ist. Wir sind in einem Verlies in einer Burg und wir können mit Geld wahrscheinlich noch handeln oder so, eigenartig. Mit wem denn? Mit den Ratten? Die Münzen tragen das Symbol der roten Pfote. Es sind aber auch noch einige ältere Florin mit dem Porträt des letzten Rattenkönigs Nagrik im Umlauf. Umgangssprachlich werden diese Münzen Hasenfüße genannt und sind sehr begehrt, denn sie sind größer als ihre modernen Pendants und können daher eingeschmolzen und in Form der neueren Münzen gegossen werden. Aus 3 Hasenfüßen lassen sich so 5 neue Florin herstellen. Ich nehme an, wir können beides finden, sonst würde man uns das garantiert nicht sagen. Warum sind in deinem Nachttopf Florin? Warum? Na, ich konnte den Lauf der Natur eben nicht immer aufhalten. Was meinst du denn? Beute Schneiders Graus. Gefangene, die nach Burg Dirwin gebracht werden, schlucken oft ihre Wertsachen herunter.
damit sie nicht von den Wachen beschlagnahmt werden. Sein Hab und Gut auf diese Weise zu sichern, wird Beuteschneiders Graus genannt. Das funktioniert natürlich nur so lange, bis die Natur ihren Lauf nimmt. Man sagt deshalb, dass in den Nachttöpfen und der Kanalisation von Burg Deoruin großer Reichtum zu finden ist. Ob man den auch haben will, ist dann die andere Sache. Es ist mir ein paar Florin wert, wenn du Nervensäge dann endlich von hier verschwindest. Gut, dann sollten wir jetzt gehen. Bis dann. Klemm dir nicht den Schwanz in der Tür ein. Ein guter Ratschlag. Muss ich da jetzt selber nachgucken gehen? Ich sehe Pilze, okay. Haben wir die Florin jetzt schon bekommen? Ach, da ist der Nachttopf. Mehrere Florin. 3 Stück. Na gut, das ist jetzt nicht die Welt, aber ist die Frage, was hier so Sachen kosten. Ich nehme an... Na gut, das ist ja nicht alles Gefängnis. Ich nehme ja an, dass wir noch aus dem Gefängnis hoffentlich rauskommen. Oh, hier war noch Getreide. Wo soll ich jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Es ist ja nirgendwo offen. Ach ja, hier war es dunkel, aber da kommen wir ja auch nicht weiter. Moment. Wir haben ja keinerlei Schlüsse. Ich frage mich gerade, was ich jetzt tun soll. Das Einzige, was wir jetzt erhalten... Oh. Ein einfacher Gürtel aus Seide. Bist du besser? Nein. Ist das Gleiche, komischerweise. Ja, Nahrung brauchen wir gerade nicht. Warum stand hier jetzt wieder, dass das neu ist? Hier auch bei dem Liederbuch. Das verwundert mich gerade. Ich guck mal kurz rein. Aber ein neues Lied werden wir nicht bekommen haben, oder? Nee. Nee. Nee, nichts. Okay. Dann weiß ich auch nicht, warum. Diverses. Ja, wir haben immer noch nur den Zellenschlüssel. Mehr haben wir hier immer noch nicht. Oh Mann. Guck mal, kann ich hier... Ach, cool. Das ist ja auch mal cool. Ja, wir müssen mehr uns umschauen, glaube ich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo bei der Wache ein Schlüssel, den ich irgendwo übersehen habe. Müsste der Wächter nicht an sich einen Schlüssel dabei haben? Oh Gott. Oh, ich habe immer noch die Flasche. Ich sollte die mal ablegen. Nicht, dass ich dem die gleich gegen den Kopf haue. Wie nah kann ich ihm kommen, bis er reagiert? Ja, hier sehe ich auch nichts an der Wand oder so. Dass hier irgendwie ein Schlüssel hängt. Gar nichts. Guck mal. Guck mal. Schreiende Türschlüssel. Schreiende Tür. Das ist zu riskant. Muss ich ihm doch noch was überziehen? Ich glaube anscheinend. Ich glaube, wir kommen wirklich nicht drum rum, ihnen eins auf den Deckel zu geben. Gut, dann probieren wir's. Oh Gott. Ich hoffe, der trifft. Warte mal. Aber er zielt direkt drauf. Wir sehen es ja da mit dem weißen Punkt. Mal gucken. Hä? Oh, jetzt habe ich sie weggepackt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich will aber eigentlich werfen. Ah, eh. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht lange. Ja, nimm den Schlüssel. Ah, gut. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo die... Ah, hier ist die schreiende Tür. Okay, schnell weg. Schnell weg. Können wir die Kerzen mitnehmen? Nee. So, ich sollte mich erstmal verstecken, glaube ich. Der wird garantiert gleich kommen. Warten wir mal kurz, ob er kommt oder nicht. Ich kann sogar hier mal kurz speichern. Das können wir ja mal eben tun. So, Spiel gespeichert. Da wir das ja nicht ständig können. Kommt er jetzt noch oder nicht? Ah, da, guckt mal, Ausrufezeichen. Jetzt ist er wach. Wir hätten das Tor wieder zumachen sollen. Ah, verdammt. Ich lausche, aber es kommt keiner, glaube ich. Mal raus. Wir schauen mal um die Ecke. Wie habe ich eigentlich die Flasche gerade eben weggepackt gehabt? Ah. Oh Gott. Das hat er doch gesehen, oder? Nein, er hat es nicht gesehen. Okay, läuft er jetzt runden? Oh nein.
Ich hätte vielleicht einfach schneller woanders hinrennen sollen und gar nicht hierbleiben sollen. Es ist halt die Frage, ob da noch was gekommen wäre zum Verstecken. Das ist halt immer so eine Sache. Wie gesagt, das ist ein Stealth-Spiel. Wir müssen ein bisschen geduldig sein an manchen Stellen. So. Gucken wir uns mal nicht zu ruhig um, würde ich sagen. Guck mal, der hört uns. Eine neue Wache. Okay. Das ist nicht der einzige Wächter hier. Oh, ich habe gar nicht in der Truhe geguckt, ob es da irgendwas zu holen geht. Fällt mir gerade ein. Nichts. Ich weiß, da war ein Käfer, aber ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr. Kommt er schon wieder? Ich glaube, ich höre ihn schon wieder laufen. Oh Gott, der kommt hierher. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ach du Kacke. Oh Gott, der sieht uns doch jetzt, oder? Nee. Oh Gott, ich bin hier um die Ecke. Okay, der läuft anscheinend nicht so weit. Oh. Puh. Okay. Wow. Hast du auch einen Schlüssel dabei? Nein, hast du nicht. Oder vielleicht an der anderen Seite? Nein, diesmal gibt es keinen Schlüssel zu holen. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ich bin gespannt, wen wir hier noch alles so in den Verliesen vor allem treffen werden. Nee, da können wir nicht weiter. Das Schlimme ist, wir werden noch jedes Mal wieder zurücklaufen müssen. Hä? Warte, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Hä, kommen wir nicht von hier? bin ich gerade aus Versehen zurückgelaufen? Nee, bin ich nicht. Hier hängt das Banner noch. Ich bin gerade etwas verwirrt. Hier sieht gerade auch alles ein bisschen gleich aus. Eimer? Huch. Okay. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht müssen wir irgendwo draufspringen auf den. So, erstmal kümmern wir uns hier wieder um das Banner. Ja. Nein. Und? Hat uns gehört. Oh Gott, hier geht's nirgendwo hin. Oh Gott, renn, renn, renn. Kleine Maus. Und nimm die Kerze bitte auch aus der Hand. Kommt er hierher? Ich hoffe nicht. So, das nehmen wir wieder raus. Ich sehe kein Ausrufezeichen, also nehme ich an, er ist weg. Vielleicht. Okay. Es müsste. Entschuldigt, meine Stimme ist gerade weg gewesen. Es müsste für ein Stealth-Spiel, finde ich, auch noch eine Möglichkeit geben, ja, so um Wände, um Ecken zu gucken. Das ist ein bisschen schwierig bei so einem Spiel, wenn man das nicht kann. Okay, schläft wieder. Ja, von hier kommen wir doch, oder? Jetzt bin ich tatsächlich, glaube ich, einfach wieder zurückgelaufen. Ach, schön. Ja, hier ist auch. Aber gut, dass wir es gemacht haben, weil da war ja noch ein Banner, was wir vergessen hatten. Also gar nicht mal so schlecht. Aber wie konnte ich mich denn da gerade verlaufen? Das ist gerade eigenartig, wie ich das geschafft habe. Bin ich hier an der Kiste einfach irgendwie falsch, zufällig in die falsche Richtung wieder gelaufen. So, aber wie gesagt, jetzt gerade sieht doch alles gleich aus. Die Kerze bitte einmal. Und das nächste Banner. Nein, du sollst rein. So. Boah, gut, dass sie nicht nachgucken. Bei sowas muss ich immer an Outlast denken. Und dann versteckt man sich irgendwo. Und die Viecher schauen ja doch manchmal nach. Ich glaube, bei Outlast war es so, oder? Dass sie noch nachgeschaut haben. Wenn man sich jetzt unter dem Bett oder so versteckt hat. Okay. Da ist sie wieder weg. Wir hätten vielleicht speichern sollen. Ich würde das gerne ganz weglegen. Genau. So, jetzt sind wir richtig auf jeden Fall. Und der schläft anscheinend gar nicht. Na?
Überlegst du es dir vielleicht noch? Nein, der steht. Ich muss erst gucken, ob er irgendwie jetzt auf einmal losläuft. Ja, läuft er zu uns? Oh Gott, tatsächlich. Okay, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ich speichere mal, wenn wir drin sind. Geht da hin? Oh, wenn er da um die Ecke geht, könnte ich schnell weg. Schau mal. Oh Gott. So. Oh Gott, das sieht er doch. Der ist doch nicht blind. Also ganz ehrlich, wenn der das nicht sieht, wie hat denn der den Posten bekommen hier als Wache? So, wir warten, bis er wieder ganz weg geht. Dann haben wir ein bisschen mehr Puffer. Na komm, dreh dich um und hau ab. Ja, ganz ehrlich, wir sind nicht wirklich sonderlich gut versteckt in diesem Korb. Na komm, hau ab. So, dann gucke ich hier gerade erstmal. Da sitzt, da schläft jemand. Und kann ich die hier mitnehmen? Gut, die haben wir. Ich möchte eigentlich nur mit dem Herren dort reden. Ach, das ist auch. Hä? Ist das nicht eine Ratte selbst? Eigenartig. Sperren die ihre eigenen Leute ein? Kann ich die wieder zumachen? Nein, leider nicht. Oh Gott, oh Gott. Kommt der hier rein? Wir haben uns gerade überhaupt nicht versteckt. Steht der jetzt da irgendwo? Oh Gott, da steht er. Wir müssen kurz warten, wow, das geht jetzt echt flott hier. Wir haben immer nur einen ganz kleinen Puffer. Na, komm, dreh dich um und geh. Dreh dich um. Okay. Ich möchte gerne hier oben nachschauen. Da haben wir irgendwas eingesammelt. Schrankenschlüssel. Oder Schrankschlüssel, glaube ich. Schicksalskarte. Sonst noch was? Die Flaschen, komischerweise, können wir nicht mitnehmen. Ein Apfel. Oh, hier kriegen wir ja richtig viele Sachen. Sehr schön. Kommt er schon wieder? So schnell? Ich konnte leider die Tür hinter mir nicht wieder runter machen. Oh, das sind Schlüssel. Okay, ich verstehe. Wir hatten diesen Eimer. Ich glaube, da an den Schlüssel kommen wir nur mit der Hilfe des Eimers ran. Gut, dann werden wir den Eimer besorgen. Ja, jetzt traue ich mich nicht weiter gerade, weil er sich jetzt garantiert gleich umdreht. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht im Vorbeigehen. Okay, ich glaube, so einen krassen Radius haben die auch nicht. Okay, ist weg. Ach, wo war denn jetzt der Eimer? Oh Gott. Der Eimer ist gar nicht hier, der war ja ganz, ganz hinten. Nee, kein Rankommen. Oh je, okay, das wird noch lustig werden mit dem Eimer. Vielleicht kriegen wir irgendwo anders noch einen anderen Eimer. Kann ich hier runter? Nee, oh Gott. Ach, hier in den Schrank kann ich. Ah, F5, ja. Irgendwann stand mal, speicher so oft wie du kannst. Das Angebot nehme ich an. Wow, ich finde das voll cool, dass man hier tatsächlich auch diese Sicht hat, wie aus dem Schrank gerade. Auch bei den Truhen ist es ja genau andersrum. Das ist sehr, sehr cool, als würden wir wirklich durch diesen Schlitz gucken. So. Wir haben nur so wenig Zeit. Viel zu wenig. Hornissennest. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Okay. Schrank. Oh. Ich weiß gar nicht, ob der uns hier überhaupt wahrnimmt. Ich habe kurz aus Sackleinen nehmen wir mit. Ja, das geht anscheinend nicht. Oh Gott, da läuft er wieder. Oh je. Wenn er weg ist, zünde ich mal das Banner an. Aber erst wenn er weg ist. Na, sowas. Dann müssen wir echt den kleinen Eimer bis dahin schleppen. Ich hätte ihn gleich mitnehmen sollen. Das war eigentlich fast schon klar, dass wir den brauchen werden.
Okay, so. Einmal verbrennen. Ich war hier noch. Oh, Bandelier eines Piraten. Du kannst ein Kostüm aus deinem Inventar. Okay. Pirat! Kapitän Otto Pulverfass, ein korpulentes Fass von einer Ratte und berüchtigt für seine kurze Lunte, war Kapitän der Gallioner Seehexe. Er ist vielleicht der berühmteste Pirat, der je auf dem Valeasee gesegelt ist. Aus seinen Steckbriefen trägt Kapitän Pulverfass immer Hut des Piratenkapitäns, Augenklappe, Bandelier mit schnelle Krause, Seidenschärpe, graue Freibeuterstiefel. Das ist ja überaus niedlich. Wie ziehe ich das denn an? Wie mache ich das denn? Ich weiß es nicht. Ist das hier das komplette Ding? Nee, ich glaube nicht, nur eins. Lederriemen mit silberner Schnalle. Typisch für einen Piraten. Ah, okay, wir müssen also das komplette Outfit finden, glaube ich. Da ist sie wieder. Okay. Können wir hier noch ein bisschen Getreide nehmen? Ach, cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Säcke dann tatsächlich runtergehen. Ich frage mich gerade mit dem Hornissennest. Lustigerweise können wir uns aber in der Kiste verstecken. Das ist ja eigenartig. Dafür, dass da doch ein Hornissennest drin ist. Na gut. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, dass die Folge, ja, ich gucke gerade auf die Zeit. Ja, wir sind leider schon am Ende. Gut, dann müssen wir in der nächsten Folge dann schauen, dass wir da oben an den Schlüssel rankommen mit diesem kleinen Eimer. Ach, das wird eine Tortur werden. Ich freue mich jetzt schon. Na gut, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.